Ja, in dem Stadion da hat mein Vater schon gespielt vor ja, 25 Jahren und da bin ich oft Balljung gewesen und nachher habe ich dürfen meine Karriere hier anfangen. 3,5 Jahre habe ich hier gespielt und eigentlich meine ganze Jugend ist in dem Stadion gewesen. Eben mein Vater, mein Großvater, sind ja auch Fußballspieler gewesen und haben mir die Leidenschaft zum Fußball ganz früh. Und für mich war es klar, es war immer mein Traum, mal in Lausanne in die erste Mannschaft zu spielen. Motivation, Fußballprofi zu werden, weil damals hat es gar nicht gegeben. Am Anfang, wenn man jung ist, muss man immer am Limit gehen. Und dann ist auch wichtig Erholung, dass man genug sich erholt, weil Training eigentlich Junior ist und nachher gerade mehr Erwachsenenfußball. Das ist eine riesige Differenz und da ist man sehr oft kaputt gewesen. Und Erfolg. Es gibt viele. Ich denke, ich bin da mit 16 bin ich in Lausanne am kleinen Verein Malle aufgestiegen in die erste Liga. Und von der ersten Liga in die Nazi B schon ein riesiger Erfolg gewesen. Früher ja, da hinter dem Stadion gewohnt, ja, nach der Schule Aufgaben schnell gemacht. Und dann sind wir alle draußen gewesen, am Fußballspielen. Und da habe ich nicht meinen Vater gebraucht. Er hat mir nie müssen sagen, du musst gehen, ja, wollen gehen. Es ist schon eine andere Generation und man will unbedingt Fußballprofi werden. Bei mir, als ich jung war, hat es das noch gar nicht gegeben. Es ist ein Traum eigentlich von vielen, ja, Profi zu werden. Und, es ist nicht einfach. Es hat viele Spieler, viele Junge, die das wollen, aber ganz wenige, die das schaffen. Ich hole mich sehr gerne in Lausanne eins bei der Familie. Wenn wir so Festchen haben, da ist immer schön bei der Mutter. Und sonst treffe ich mich noch auf meine Kollegen in die Stadt. Wir gehen etwas essen und eben, ja, ganz viele Orte, wo ich eben mit der Schule früher war. In der Kathedrale habe ich gute Erinnerungen. Ich denke, Lausanne bietet alles. Man kann runtergehen zum See. Im Sommer in Uschi, immer etwas speziell, die Altstadt, die Kathedrale, eben Le Flon jetzt neu und eben im Winter ist man schnell, kann man sogar fast Skifahren hier oben, Chalet d'Agobin und ja, es hat ganz viele Sachen. Hier am See bin ich oft gewesen. Dort hat es noch die grosse Party gewesen. Den ganzen Sommer sind wir hier gewesen. Wir sind oft mit dem Velo da gekommen. Es war schwierig an Lausanne. Schön gewesen, die Party zu kommen. Aber nachher, ja, ist eine gute 3-4 Stunden aufgegangen mit dem Velo. Da haben wir nicht immer so Freude gehabt. Aber es sind immer gute Erinnerungen. Eine Stadt, die sich weiterentwickelt hat und immer Freude macht, wieder hier zu sein.